Herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, das Ganze ist jetzt etwas spontan, denn eigentlich waren wir gar nicht auf dem Weg hierher. Naja, haben dann etwas gefunden. Das möchten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und dementsprechend machen wir uns jetzt auf dem Weg nach oben. Wie immer eigentlich. Ne? Ja, eine Wasserburg wäre auch mal was Feines. Vielleicht kriegen wir das dann auch noch in der Zukunft hin. Vielleicht kennt auch der ein oder andere jemanden, der eine Wasserburg hat. Wäre vielleicht auch ganz gut. Naja, in diesem Sinne gehen wir mal ein bisschen. Ja, da hinten ist es auch schon. Also so weit ist es gar nicht. Das ist halt nur immer der erste Moment, wenn man dann aus dem Auto aussteigt und dann hier wieder gefühlt 90 Grad Steigung hinter sich bringen muss. Dann muss der Körper erstmal wieder in Wallung kommen. Naja, gut. Aber gleich haben wir es geschafft. Sind gleich da. Anstieg hinter uns gebracht. Im Hintergrund seht ihr schon das super Objekt. Es handelt sich mal wieder um eine Burg. Na, wie kann es denn auch anders sein? Aber welche Burg das ist, welche Geschichte dahinter steckt, das seht ihr jetzt. Burg Liebenstein. Sie wurde vermutlich im dritten Viertel des 13. Jahrhunderts durch die Grafen von Schwarzburg-Käfernburg anstelle einer älteren Ringwallanlage errichtet. Sie diente einst als Verwaltungszentrum neuer Rodungsgebiete, zum Schutz einer Handelsstraße und zur Begrenzung der hersfeldischen Herrschaft in Arnstadt. Sie gehörte zu einem einheitlichen Burgentyp der Schwarzburg-Käfernburgischen Region, der sich durch die Vereinigung aller wesentlichen Bestandteile einer Burganlage in einem Baukörper kennzeichnete. So wurde zum Beispiel der Bergfried in dem Palas im Verband gemauert und bildete so einen kompakten Block. Die außergewöhnlich massiven Außenwände bildeten zugleich die Funktion einer inneren Umfassungsmauer. Durch die Geschlossenheit der Mauermassen konnte sich die Verteidigung auf den Graben zwischen Burg und ihr vorgelagerten Bergrücken sowie auf das einzig erhöht angebrachte Eingangstor konzentrieren und das mit nur wenig Personal erfolgen. Im Jahre 1434 wurde die Burganlage modernisiert und erweitert. Mitte des 16. Jahrhunderts erfolgte der Umbau zum Wohnschloss. Die Maßwerkfenster sowie das südlich angebrachte Vorhangbogenfenster mit der Datierung 1566 zeugen von diesen Umbaumaßnahmen. Ab dem 17. Jahrhundert wurde die Burg als Wohnsitz der von Witzleben aufgegeben und es folgte eine weitere Nutzung als Amt und Gefängnis. Ab dem 19. Jahrhundert wurde die Burg dann endgültig aufgegeben und zum Abbruch freigegeben. Daraufhin verwandelte sich die Anlage in eine Ruine. Um 1900 erfolgten die ersten Erhaltungsmaßnahmen und im Jahre 1996 wurde sie dann an die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten übertragen. Glaubt man der Sage, dann wurde beim Bau der Burg Liebenstein ein Kind eingemauert. So wurde die grausame Geschichte in einem Thüringer Sagenbuch festgehalten. Man kann dort von einer Mutter lesen, die ihr Kind verkaufte. Und von einem Burgherrn, der dem heidnischen Glauben folgte und meinte, das geopferte Kind brächte Schutz und Sicherheit. Als der letzte Stein gemauert war, packte die Mutter das Entsetzen. Sie begriff, was sie getan hatte, und stürzte sich vom Felsen ins Tal. Nun umwandelt sie als unseliger Geist das alte Gemäuer und lauscht dem Gewimmer ihres Kindes. Manche sagen, man höre das Kind nur alle 7 Jahre wimmern, und die Maurer, die es eingemauert, seien in Eulen verwandelt worden, die noch erbärmlicher schrien als das Kind und die so lange um die Trümmer fliegen müssten, als noch ein Stein derselben auf dem anderen stehe.
Ich hoffe, euch hat die kleine Geschichte gefallen. Und bevor wir jetzt anfangen mit unserem Rundgang, habe ich natürlich mal wieder eine kleine Besonderheit. Wie in den anderen Videos verstecke ich auch an diesem Ort etwas. Diesmal ist es ein kleiner Morgenstern, auch mal wieder handsigniert. Und dieser wird dann irgendwo in der Burganlage versteckt werden. Das heißt, du hast die Möglichkeit, diesen Morgenstern da irgendwo zu finden, wo auch immer das sein wird. Das wirst du dann halt im Laufe des Videos einmal ganz kurz sehen, denn ich gebe auch einen kleinen Hinweis. Ja, das heißt, aufmerksam gucken und dann wirst du es mit Sicherheit auch finden. Hoffe ich. Ansonsten wird es da halt immer bleiben. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir los. Das Wetter ist auch mal wieder nicht so freundlich gesinnt, also ja, beeilen wir uns etwas, sonst werden wir ganz schnell nass. Also erstmal, die Burg ist an und für sich schon mal komplett anders aufgebaut, als wie wir das eigentlich kennen. Hier vorne scheint es so, als ob hier mal irgendwie etwas gewesen ist. Also es ja, würde sich ja hier eigentlich idealerweise anbieten, dass hier eine Zugbrücke gewesen ist. Denn wie man hier sieht, scheint es auch hier einen Graben mal gegeben zu haben. Und warum sollte dann hier dieser Bereich nicht mit einem Graben besetzt worden sein? Macht also keinen Sinn. Also gehe ich mal davon aus, dass hier irgendwann mal eine Zugbrücke gewesen ist und hier vermutlich mal ein Torhaus stand. Wenn man das sich jetzt hier vorstellt, wenn hier das Torhaus stand, komplett, dann macht das auch Sinn, dass diese Mauer hier gewesen ist. Oder diese Mauer hier steht, die macht dann natürlich Sinn, dass das hier quasi mal ein Tor war. Wenn man dann hier weitergeht, hat man hier als erstes den ehemaligen Küchenbau hier hinter mir. Ja, der hier noch teilweise vorhanden ist. Hier ist ein kleines Loch im Küchenbau und da versuche ich euch mal mit der Kamera durchzuführen. Mal gucken, ob ich das schaffe und ob ich da irgendwo anecke vielleicht. Und vielleicht sieht man da ja noch irgendwas, aber ich sehe schon, oh, 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 das könnte vielleicht spannend sein. So, ich habe es jetzt natürlich mal wieder nicht gesehen, sehe es mal wieder erst im Schnitt, was sich da drin befindet. Ich habe nur gesehen, dass sich da ein Kronleuchter drin befinden muss, also das, was ich zumindest von hier aus mit der Taschenlampe sehen konnte. Das Loch selber ist gerade mal so groß wie meine Hand, also kann ich da jetzt auch nicht so viel durchsehen von hier aus. Naja, als ich jetzt hier stand und auch mal geguckt habe, habe ich dann auf der anderen Seite auch gesehen, dass es da überall so eine kleinen Löcher gibt. Da wollen wir vielleicht nachher auch mal hingehen und mal gucken, was sich denn wohl da befindet. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Ich bin gespannt, was uns denn da erwarten wird. So, jetzt stehen wir hier vor dem alten Küchenbau. Hier rechts, das da, das ist der alte Bergfried. Also eine ganz andere Bauform, so wie wir das bisher kennen. Und das hier, das große, das ist der ehemalige Palas. Wahnsinnig groß. Jetzt kann man sich das richtig gut vorstellen, wie das wohl mal bei den anderen Burgen ausgesehen haben muss. Ne, weil sonst war das ja immer nur so ein paar Mauerreste, die so vielleicht etwas höher war als man selber. Aber das hier, schaut euch das an. Das ist riesig. Also ich gehe mal davon aus, also 15 Meter dürften das hier bestimmt sein. Also riesengroß. Was wir hier außen auf jeden Fall dran haben, ringsherum um den Palas, das sind hier auch so Schießscharten, die sich hier dran befinden. Und ihr wisst ja, die haben dann irgendwann mal diese Burgzinnen abgelöst, weil das einfach nicht mehr so up-to-date war. Und irgendwann hatte man ja auch die Büchsen und durch diese Schießscharten konnte man sich einfach viel, viel besser verteidigen, die man dann auch jetzt hier überall vorfindet. Da oben ist ein verschütteter Bereich, wie man das gerade sieht. Also wir gehen jetzt gleich auch mal rein und gucken uns das Ganze von innen mal an. Hier außen sieht man überall so kleine Vertiefungen. Also vermutlich war hier mal irgendwas drin gewesen. Vielleicht irgendwelche Balken, die sich
da drin befunden haben und hier diesen Bereich irgendwie ja, überdacht haben oder sowas. Vielleicht war hier auch noch ein Gebäude angegliedert. Fakt ist auf jeden Fall, dass das hier irgendwie etwas anders aufgebaut ist. Also das hier ist die äußere Ringmauer und das hier ist direkt der Palas und das Innere der Burg und dementsprechend vielleicht auch so ein Hybrid, dass man hier dann halt diese Schießscharten hatte, denn das hier ist der Zwinger. Also normalerweise kennt man das ja zwischen äußerer Ringmauer und innerer Ringmauer ist dann halt dieser Zwingerbereich. Und hier hat man jetzt diesen Zwinger, aber hier ist direkt der Palas und das ist so ein bisschen unüblich, weil eigentlich hatte man dann noch so einen Bereich, der dazwischen war. Und somit eine besondere Burg. Ich liebe es einfach, ne? Das ist immer wieder was anderes und man wird immer überrascht, was es denn alles so gegeben hat. Hier denn halt so eine Burg, die irgendwie so ganz anders aussieht. Hier unten haben wir aber auch noch mal eine Mauer. Vielleicht war das aber auch die äußere Ringmauer. Also hier sieht man die so ganz leicht, seht ihr das? Oder vielleicht war die aber auch mit angegliedert hier und war dann irgendwie mit da dran, ne, dass das vielleicht hier so denn hochging. Das kann natürlich auch sein, ne? Aber das ist halt so eine ganz unübliche Bauform hier. Dass es vielleicht schon Sinn macht, dass es hier dann doch mal anders war und dass man hier vielleicht nur eine Ringmauer hatte und hatte das Gebäude dann quasi mit der inneren Ringmauer irgendwie integriert. Hier ist mal das Innere von so einem Durchgang hier zu sehen und da sieht man auch, wie zugeschüttet das Ganze ist. Also da ist gar nichts mehr zu sehen und das hier waren ja mal so Scharten gewesen, von denen man dann mal irgendwann wirken konnte. Und dann kann man sich auch vorstellen, wie sehr verfallen das wohl von innen ist, wenn das hier wohl mal ein Raum gewesen sein muss. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Da oben weiß ich gar nicht, ob ihr das jetzt gerade sehen könnt, aber die Fensterrahmen, die sind richtig schön verziert, also mit so einer Sonne ganz oben, wie man das da so erkennen kann, die hier herabschaut. Und hier dann auch nochmal diese ganzen Verzierungen, immer andere Symbole. Mit oben drauf hier irgendwie so Blumen- oder Sternsymbole, die am oberen Bereich von diesem Fensterrahmen sind. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal rein. Und was jetzt hier auffällt, was natürlich auch wieder ein Indiz dafür ist, dass es hier keine zweite Ringmauer gegeben hat, dass diese Stärke der Wand echt extrem mächtig ist. Also ich gehe mal davon aus, dass das so ungefähr 2,5 Meter, 3 Meter sind von der Breite. Und das ist wirklich schon mächtig. Ja, was hier auch noch auffällt, direkt am Tor haben wir hier links und rechts sind ja hier so kleine eckige Aussparungen. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass wenn hier das Tor drin gewesen ist, also hier sieht man auch noch teilweise die Scharniere, also zumindest das, was davon übrig gewesen ist oder übrig geblieben ist, da war hier auch so eine Doppelflügeltür. Man links und rechts konnte man das Ding dann halt zumachen, das ganze Tor. Und vermutlich dann hier mit einem extra Balken das Ganze dann halt nochmal verriegeln. Weil man kann sich das so vorstellen, dass man zwar eine super dicke Wand hatte, aber nur eine relativ schmale Tür und das halt auch das schwächste Glied in dieser ganzen Geschichte gewesen ist. Und somit konnte halt ja, die Wand noch so dick sein oder die Mauer noch so dick sein, wenn dann das Tor nicht richtig gesichert war oder nicht richtig gesichert werden konnte, konnte man da halt ganz einfach dann auch durchmarschieren. Ne? Gut, gehen wir mal rein. Ja, da wo Lara jetzt gerade steht, das ist der Eingang zum Burgfried. Der ist natürlich verschlossen. Wir können da mal von hier aus mal eben so ein bisschen reinspinksen, wie es denn hier drin ausgesehen hat oder aussieht. Und man sieht hier, dass es hier so einen kleinen Aufgang gibt.
Und dann geht es hier irgendwie nach links und rechts weg, jetzt gerade wo Lagerort für sämtliche Sachen. Hier sieht man dann halt noch so einen fein verzierten Torbogen oder Türbogen vielmehr, wodurch man dann in den Bergfried kam. Hier ist es auch wieder die Besonderheit, also der scheint ja wirklich noch original erhalten zu sein. Mich würde jetzt hier interessieren, ob man von hier aus wirklich in den Bergfried reinkam, weil das ist ja ein ebenerdiger Zugang. Und ihr wisst ja, dass Bergfriede normalerweise einen Zugang in einer gewissen Höhe hatten. Und vielleicht war aber auch der Zugang, der sich da oben befindet, oder einer von diesen Zugängen, da sind ja ein paar mehr, vielleicht war das ja auch der ursprüngliche Zugang. Und der hier führt gar nicht da oben hin. Ja, und somit sind wir jetzt hier im ehemaligen Palas. Von hier drin scheint das gar nicht mehr so groß, also von der Breite her, liegt aber auch einzig und alleine daran, dass die Mauern halt so dick sind und dementsprechend geht halt Raum auch innen verloren. Aber man sieht ganz schön, wie groß und prachtvoll das gewesen ist. Mit Bestandteil von so einem Palas waren erstens die Wohngebäude oder Wohnräume von dem Burgherrn und seinem Gefolge. Und zum anderen aber auch sowas wie ein Rittersaal, wo dann halt diese ganzen prachtvollen Veranstaltungen stattgefunden haben. Das war dann alles hier. Ja, was hier natürlich anders ist als bei den anderen Palasarten, die wir bis jetzt gesehen haben, sind diese ganzen Schießscharten, die hier sind. Na, wie man das hier ganz gut sieht. Und die sind halt hier überall. Da ist auch noch eine. Hier sind noch kleinere Schießscharten. Da oben sind wieder normale Fenster. Wir gehen hier mal kurz runter. Im unteren Bereich haben wir ja jetzt gerade auch die Schießscharten gesehen, die sich da drunter befinden, bei diesen verschütteten Räumen. Und ja, von hier oben ist davon nichts zu sehen. Das heißt, unten waren wirklich tatsächlich auch noch Räumlichkeiten, die aber jetzt weg sind. Ja, hier hat man auch wieder normale Fenster. Hier hat man wieder eine Schießscharte. Also es ist alles ein bisschen komisch. Dann hat man hier überall, was man hier wunderbar sieht, sind diese ganzen Aussparungen, die hier einmal ringsherum überall sind. Das sind alles Aussparungen für Balken, die hier irgendwann mal drin gewesen sind und irgendwann halt diese Etagen quasi unterteilt haben. Das heißt, bis dahin ging dann die erste Etage. Also eigentlich mit Abschluss des Fensters oben war dann auch die Etage irgendwie vorbei und dann ging es dann oben weiter. Vielleicht war aber auch der untere Bereich hier, als quasi mit dieser Abteilung hier, vielleicht war das hier noch so dieser Verteidigungsbereich und oben in diesem Bereich war dann wirklich so waren dann die Wohnräume und auch der Rittersaal und sowas. Ja, ist alles etwas schwierig sich vorzustellen, wenn man das Ganze hier nicht so wirklich hundertprozentig aufgebaut vor sich sieht, aber irgendwie macht das dann doch schon Sinn. Ne? Da oben ist auch noch ein sehr prachtvoll geschmücktes Fenster, was auch irgendwie so scheint, als ob man da noch reingehen könnte. Nee, aber alles an und für sich ein super erhaltenes, schönes Bauwerk. Und einfach mal in einer ganz anderen Bauform, als wie wir das bisher kennen, weil so einen Burgfried in so einer Art und Weise habe ich jetzt noch nicht gesehen. Da oben, das scheint so, als ob da wohl der Kamin gewesen ist, wo jetzt so gerade so ein kleiner Tannenbaum rauswächst. Ja, schön weihnachtlich geschmückt, leider falsche Jahreszeit. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal wieder raus und gucken mal, was wir noch so finden. Und bevor wir jetzt hier durch dieses Tor wieder rausgehen, habt ihr euch bestimmt gefragt, wie ich das denn gemeint habe mit diesem Balken. Wie konnte man so etwas verriegeln? Ja, wir haben jetzt gerade hier noch mal ein bisschen rumgeguckt und haben dann festgestellt, dass es eine ganz einfache Erklärung gibt. Und zwar kann man sich das wie folgt vorstellen. Wenn das jetzt hier die Doppelflügeltür oder beziehungsweise Doppelflügeltor gewesen ist, welches zu mir gerichtet dann halt zu öffnen war, hatte man hier die Möglichkeit, den Balken ja einzusetzen. Aber ihr habt euch bestimmt jetzt gefragt, wo war denn dieser Balken gewesen und wie kriegt man den dann bitte schön rein? Weil der war ja so groß, der wird ja da quasi nur angeeckt sein.
Die andere Seite, da sieht man, dass dieser Schacht viel, viel länger gewesen ist und somit konnte dieser Balken komplett im Ganzen hier drin versenkt werden. Dementsprechend hatte man dann halt hier den Balken, der hier so ein Stückchen rausgeguckt hat, und im Notfall konnte man den dann halt nehmen und hatte den dann wie ein Verschlussriegel einfach hier vorgesetzt und hier reingesetzt, und somit konnte dieses Tor hier nach innen hin gerichtet nicht mehr geöffnet werden. Dementsprechend ist meine Theorie, dass das Tor hier dann verriegelt wurde oder hier dann quasi zuging und deswegen auch diese Aussparung hier ist, verkehrt. Ja, das Tor ging nach innen hin auf und der Balken verhinderte dann im Notfall das Öffnen dieses Tores. So, dann sind wir jetzt auf dem Weg außenrum um den Palas und gucken uns das Ganze nochmal von außen an. Da geht es wohl ein bisschen höher. Ich habe da noch ein bisschen reingeguckt. Da ist mir direkt ein Felsen ins Auge geschmissen. Also das geht wohl ein bisschen höher. Weiß ich jetzt nicht. Also ein Kamin war es jetzt, glaube ich, nicht gewesen. Aber was macht das denn sonst für einen Sinn jetzt auch gerade von außen? Ich bin überfragt. Ein Kamin im Außenbereich. Naja, gut. Gehen wir einfach weiter und vergessen das ganz schnell. Ja, aber das macht ja auch von oben was runterwerfen und dann kugelte das hier so. Obwohl, da ist ja auch so eine Vertiefung direkt gegenüber, ne? Dass man da vielleicht irgendwie Steine oder Kugeln runterschmeißen konnte, die dann unten die Leute getroffen haben. Ja, das könnte natürlich auch sein, das ist irgendwie so eine... wie so eine Abwurfvorrichtung. Ja, vielleicht war das ja so, dass man hier irgendwie dann von oben irgendwas runterwerfen konnte, was dann hier irgendwann durch diesen Schacht gefallen ist, denn hier ankam. Hier sieht man ja auch, dass es hier so runtergeht mit Absicht. Und hier gegenüber ist ja auch direkt so eine Kuhle. Man da vielleicht irgendwas als Abwehr denn irgendwie noch darunter schmeißen konnte. Aber da muss ja hier irgendwie noch was gewesen sein, dass man hier noch aufgehalten wurde vielleicht. Weil sonst macht das gar keinen Sinn, aber dieser große Stein hier auch. Vielleicht war hier nochmal so eine Art Tor oder so, wo die dann erstmal hier da rein mussten und in der Zeit konnte man dann hier irgendwie glühende Kohle oder sowas noch runterschmeißen. Aber das scheint mir auch so, als ob man von da oben auch noch was runterwerfen konnte. Da sieht man nämlich so einen Schacht da oben und das landete dann hier. Oder es war halt einfach nur irgendein Aufbau für irgendetwas. Aber das da sind zwei so eine Steinhalterungen und ich kann da genau in so einen Schacht reingucken. Vielleicht wisst ihr ja, was das gewesen ist. So, jetzt sind wir einmal außen rum und würde ich sagen, gehen wir zu den Höhlen, aber vorher gehen wir noch mal in den Außenbereich, schauen uns den noch mal an, wie das denn da noch mal aussah. Ach so, oh, wir können hier gar nicht runter. Nee. Da wollte ich jetzt nicht runter, da habe ich euch vorhin durchgeführt durch diese kleine Öffnung. Wir gehen jetzt aber wieder außen rum. Hier in diesem Bereich wollte ich nämlich noch mal hin. Das habe ich nämlich gerade noch gesehen, dass man hier noch mal runtergehen konnte. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe keine Wanderschuhe mit. Und somit
herrscht Absturzgefahr mit meinen Laufträdern hier. Ja, mal gucken, wie das denn von außen so wirkt. Da oben seht ihr es auch, überall sind diese kleinen Vertiefungen, diese Aussparungen. Das ist ein Zeichen dafür, dass hier auf jeden Fall mal irgendwas aus Holz gestanden haben muss. Ja, vermutlich auch noch mal so eine kleine Überdachung, kleines Häuschen oder sowas, Stall. Irgendwo mussten hier auch die Tiere untergebracht werden. Und die meisten hatten ja bestimmt auch Pferde gehabt. Und die mussten ja auch irgendwo hin, ne? Das hier hinter mir gehört auch noch dazu. Das ist der Hinweis. Mehr möchte ich auch nicht zeigen, weil ansonsten kann ich es dir auch persönlich geben. Gut, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Suchen. Und wenn du es gefunden haben solltest, schreib es in die Kommentare und schreib es mir auf jeden Fall mit einem Beweisfoto bei Instagram. Ja, wir hatten gerade eben auch noch mal einen netten Besuch hier. Die Person, die konnte etwas mehr zu diesem Gebäude sagen. Und zwar erstmal gab es hier tatsächlich keine innere Ringmauer. Also innere Ringmauer gab es nicht. Das hier ist halt ein ganz besonderes Objekt. Und zwar war der Palas mit dem Burgfried in einer Einheit und hat diesen Kastenbau gehabt. Diese Mauern, die waren tatsächlich so dick, weil, und jetzt kommt's, was ich vorher schon gemutmaßt habe, weil es halt keine innere Ringmauer gab. Und somit war das hier gleichzeitig auch die innere Ringmauer und war dann auch dieser, hatte diesen Verteidigungsaspekt. Ja, diese zwei Schießscharten hier, die waren tatsächlich irgendwann mal Teil des Kellers gewesen, der sich hier drunter befunden hat. Der Keller ist allerdings nicht mehr vorhanden, will ich es mal sagen, weil er halt komplett im Gänze eingestürzt ist. Aufgrund der erhöhten Last von den anderen Stockwerken. Irgendwann kann man sich das so vorstellen, dass diese ganzen Etagen nachgegeben haben, denn eine Etage nach der anderen irgendwann runtergekracht ist und dann irgendwann unten auf der letzten Etage gelastet hat. Auf dieser letzten Etage ist dann irgendwann das Ganze dann auch so hoch gewesen, der Druck, dass dann auch irgendwann dieser Keller nachgegeben hat und somit ist der dann auch verschüttet worden. Bei Ausgrabungen hat man dann irgendwann Teile des Kellers wieder freilegen können und hat dann halt mal reingeguckt, aber soll wohl in einem sehr schlechten Zustand gewesen sein und deswegen ist er vermutlich jetzt auch noch verschüttet. Regen hat aufgehört. Ich würde jetzt sagen, gehen wir mal unten zu diesen kleinen Höhleneingängen, gucken, was uns da wohl erwarten wird. Vielleicht sind die aber auch nur von irgendwelchen Tieren gebuddelt worden oder sowas. So, da wollen wir hin. Da sind diese kleinen Höhlen. Mal gucken, was wir denn da finden werden. Hier sieht man auch noch mal den Eingang, ne? Aber das war unmöglich, der separate Eingang da zum Bergfried. Vermutlich einfach nur ein Fenster gewesen, wodurch man dann auch noch wirken konnte. Schwer zu sagen. Was ist das denn hier? Da oben, da ist auf jeden Fall ein kleiner Eingang. Ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Also ich habe ja keine Dingens mit, ne? Keine Wanderschuhe. Alter, wollte ich mich hier am Dornbusch festhalten. Richtig intelligent. Ah ne, ich komme da. Komm da glaube ich nicht. Nicht an. Nein. Ich schaffe das nicht. Super lehmig hier. Und super rutschig. Da komme ich auf jeden Fall nicht hin. Gott sei Dank hat sie mich nicht dabei gesehen. Kam jetzt gerade eben um die Ecke. Versuchen wir das einfach mal hier unten. Ne? Also da sieht man jetzt einen Eingang zum Beispiel. Hier sieht man auch, dass das alles super lehmig ist. Also es ist glaube ich sogar lehm.
drin hausen wohl scheinbar normalerweise Tiere, die sich da ein kleines Nestchen gebaut haben. So, was ihr nicht gesehen habt, aber sie gesehen hat, dass ich halt, weiß ich nicht, ein bisschen schmutzig bin. Ich habe mich kurz hingelegt. Das muss hier einfach mal so sein. Ja, hier haben wir auch noch mal, um kurz vom Thema abzulenken, haben wir hier auch noch einen Eingang. Mal gucken, wie weit wir da reinkommen. Ah, da sieht man es. Also es geht hier auf jeden Fall wahnsinnig tief rein. Ich falle jetzt erstmal nochmal, okay? Da tue ich jetzt gleich. Es ist alles rutschig hier. Ah, gut, ich erspare euch einfach mal die andere Höhle. Oder ich erspare mir die andere Höhle. So, wir versuchen hier vorsichtig wieder runterzukommen. Schön. Gut. Tschö, Höhle. Naja, hätte mir fast das Steißbein gekostet. Egal. In diesem Sinne würde ich auch sagen, beenden wir dieses Video. Ja. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Schreib es mal gerne in die Kommentare. Und lass auch gerne ein Like da, allein schon für den Algorithmus, dass der weiß, dass das Video auf jeden Fall sehenswürdig ist. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Suchen von einem kleinen Miniatur-Morgenstern. Und ja, würde mich über ein Abo deinerseits sehr freuen. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir zurück zum Auto. Wir fahren jetzt zurück zum Hotel und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis bald, Ziffer, und tschüss.